Oh mein Gott. Oh mein. Safety Car auf der Strecke. Okay. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Formel 1. Heute mit dem großen Preis von Österreich. Wir sind in einem Trockenquali unterwegs. Im Rennen. Ist vielleicht nicht so trocken. Eieiei. Quersteher des Grauens. Gucken wir mal, wie es läuft. P14 nach Kurve 1. Ja, anfangs sah es gut aus, aber ich habe mir den Exit dann versiebt durch einen zu wilden Entry. P16 aktuell. Das läuft. P17. Die schnellen Kurven dürften uns ein bisschen weiterhelfen. Aber spätestens im Rennen sind wir natürlich wieder zur Stelle, ne? P17. So, der Curb dreht einen hier nicht. Ehre. P12, sauber. Und jetzt auch die letzten zwei Kurven. Bitte nicht zu viel extenden, Dave. Weil schnell kann man auch so sein. Das heißt, es ist wieder... Oh, Track Limits, Track Limits, Track Limits. Nee, 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 nee. Heute nicht. Und das ist P7. Oh. Ja. Geil. Wir sind nur 6 Zehntel hinter Sebastian Vettel. Das ist echt wenig. Und wir sind ungefähr 6 Zehntel vor Pierre Gasly. Geil. In der Fahrermeisterschaft sind wir aktuell bei 60 Punkten. Immer noch vor Raikkonen. Knapp hinter Verstappen, Ricciardo und Co. Ganz vorne Vettel, 18 Punkte vor Bottas und es sieht richtig gut aus. Auch in der KWM. Gasly hat nur einen Punkt geholt, warum auch immer. Aber wir sind punktgleich mit Force India. Und jetzt, bam, geht's auf zur Verteidigung von P4. Vor Perez starten wir und da müssen wir einfach vorne bleiben. Es wird ein Regenrennen. Wir werden das ganze Rennen über auf Intermediates fahren können. Ein Stopp wäre natürlich optimal. Ein bisschen Spritüberschüssig nehmen wir mit und wir starten auf P5, Leute. Warum auch immer. Es gab ein paar Strafversetzungen und ja, wir gucken mal, wie es aussieht. Ich sehe einen Ferrari vorne nicht mit dabei. Gucken wir mal. Let's go. Wenn es ein guter Start wird, geht vielleicht ein Podium sogar. Mal schauen. Oh, Raikkonen! P2! Oh mein Gott! Oh mein... Safety Car auf der Strecke, okay. Alles gut. Was ist mit Raikkonen passiert? Ah, mit Hamilton zusammengeraten und Stau. Ja, Stau auf der Strecke. Boah, da kam niemand wirklich durch. Doch, die kamen da ganz gut durch. Oh, da fährt er rückwärts. Warum tut er das denn? Okay, es geht gleich wieder los. Jeff hat gerade gesagt, dass Starkregen noch ungefähr 15 Minuten anhalten wird. Wir haben also vermutlich Bedingungen, die noch nicht Intermediate tauglich sind, hundertprozentig. Vielleicht. Vielleicht wechseln manche auf Wets, das wäre auf jeden Fall krass. Hamilton ist mir auf jeden Fall beim Start komplett davon gezogen. Hatte keine Chance. Ich habe versucht, am Ende die Reifen nochmal aufzuwärmen, aber da ging nichts. Ja, also ich bin komplett hinterher. Da geht wirklich gar nichts. Oh mein Gott, und Bottas greift direkt an. Wir bleiben vorne. Sorry, Mate. Ich bleib vorne. Der Red Bull Ring wird heute zum Toro Rosso Ring. Bam, Junge. Oh Gott, Bottas ist wieder dran. Bleiben vorne. Oh, ich komme ein bisschen weit raus. Er könnte jetzt einen Switchback machen, macht er nicht. Ach du Schreck, Bottas greift jetzt auch in den letzten zwei Kurven an. Eieiei. Also ich komme mit der Bedingung gerade nicht so gut klar, ehrlich gesagt. Wie viel Grad haben die Reifen? Weniger als 70, also... Bottas hat jetzt 2 Sekunden verloren, was ist denn jetzt los? Also er hat irgendwas... als Problem jetzt, huch! Aber mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen besser klarkommen. Also bis eben war es auf jeden Fall furchtbar zu fahren. Vielleicht wird es ja jetzt besser. Okay, Abstand nach vorne. 3,7. Fahrer vor mir. Ach komm schon, das wirst du doch wohl verstanden haben, Jeff. Okay, ja, 3,7. Was ist er gefahren? Ich bin 16,2 gefahren. Okay, 15,8 anscheinend. Könnte ich das fahren? Ja, ein Stopp. 15,4, oh Gott, das sind keine 4 Zehntel, Mate. Eieiei. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter hinter Hamilton. Ich falle da immer mehr zurück. Aber Bottas kommt nicht entscheidend näher. Also vielleicht hat er irgendeinen Damage aufgefangen.
Max Verstappen direkt dahinter und wenn das so weitergeht, halten wir wirklich P2. Das wäre verrückt, aber möglich ist es auf jeden Fall und der Rest des Feldes verliert halt wirklich spürbar Zeit. Und ich glaube, überholen ist ja auch nicht wirklich drin, vor allem mit dem DRS-Train, der da hinten herrscht. 2 Zehntel schneller nochmal. Ich finde gerade ein bisschen Pace, ich muss immer so ein bisschen reinkommen, aber dann geht's auch und mal schauen, ob wir irgendwann Hamilton noch eingeholt kriegen, ich glaube aber nicht. Oh, virtuelles Safety Car. Ganz kurz, Reifenabrieb. 5% pro Runde. Ich muss auf jeden Fall draußen bleiben, damit wir da später nochmal stoppen. Also wenn ich jetzt stoppe, bringt es mir halt nichts. Ich dachte, vielleicht könnte ich einen Stopp sparen, aber 28 Sekunden auf diesem Reifen schaffe ich nie im Leben. Ja, aber mal gucken. Der Abstand zu Hamilton ist jetzt fast genullt worden. Also ich bin jetzt deutlich näher rangekommen. Also sieht gut aus. Let's go. Nochmal pushen. Oh nein, Pierre Gasly liegt da. Das ist mir gar nicht aufgefallen. 4-4 zu Hamilton. Sieht aber auch ganz gut aus. Weiter, Dave. Die Anzeige oben ist ein bisschen buggy leider. Aber die schnellste Runde haben wir definitiv. 1:15:1. Wir haben 3 oder 4 Zehntel aufgeholt. Krass. Nochmal eine schnellste Runde. 1/1000stel schneller. Consistency is key, lol. 3,5 zu Hamilton. Auf geht's, weiter. Virtual Safety Car zu Ende ist weg. Ich hatte rewinded in der Hoffnung, dass das dann weggeht. Und es ist jetzt eine Runde später weg. Krass. Okay, wir haben jetzt Runde 18. Okay, Hamilton kommt in dieser Runde rein. 3,6 Sekunden Rückstand. Der Abstand bleibt ziemlich identisch. Das ist einfach nur verrückt. Wir haben so viele Runden jetzt absolviert und wir sind immer noch so nah dran. Also hätte ich nicht in den ersten 1-2 Runden viel Zeit verloren, dann wären wir jetzt wahrscheinlich direkt im DRS-Fenster oder so. Krass. Hamilton an der Box. Die Frage ist jetzt, wo kommt der wieder raus? Weil das ist jetzt das entscheidende Ding. Wenn er jetzt irgendwo hinter irgendeinem Auto ist, das ihn auffällt, dann könnten wir hier eventuell richtig von profitieren. Max Verstappen ist ein bisschen vor ihm, aber boah, das wird schwierig. Also ich glaube, der kann ihn nicht wirklich aufhalten, weil er ist zu weit weg. Schade. Ja, Hamilton wird nicht aufgehalten werden, aber vielleicht können wir mit etwas frischeren Reifen später nochmal ein bisschen mehr attackieren. Vielleicht kommt ja irgendwann ein Safety Car oder so. Und ja, der Regen wird bis zum Schluss anhalten, Jeff. Aber vielleicht können wir danach irgendwann in der Safety-Car-Phase rankommen und vielleicht haben wir da die frischeren Reifen und können attackieren, wer weiß. Runde 20 mit den Inters nehmen wir. Ach stimmt, ich muss eh auf meinen Teamkollegen keine Rücksicht nehmen, ne, weil der ist ja raus. Soll ich noch eine Runde draußen bleiben? Reifendelta zum Ende hin noch erhöhen, ne? Vielleicht habe ich dann 3, 4, 5 Runden frischere Reifen und kann dann Hamilton irgendwann attackieren. Problem ist halt der Williams, der vor mir ist. Der könnte mich ein bisschen aufhalten. Ich gehe in diese Runde also rein. Schade. Wäre der nicht da, würde ich eventuell länger draußen bleiben. Aber mal schauen. Aber jetzt Box. So, let's go. Boah, sauber. Auf geht's. Ich muss auf den Williams warten. Aber warum warten wir so lang? Ey, Leute. Oh nein, ich bin wieder hinter dem Williams. Ach Gott, nein. Damit haben wir unsere Strategie. Okay, wird schwierig gegen Hamilton jetzt. 7,5 Sekunden Rückstand zu Hamilton. Das aufzuholen ist schier unmöglich. Der ist 4 Sekunden weggekommen. Da kann ich auch 10 Runden frischere Reifen haben. Aber ich push natürlich jetzt. Ich probiere alles. So, ist Sirotkin jetzt vor mir. Mal gucken, was jetzt hier abgeht. Lässt er mich vorbei. 7-4. Mate. Mischung 2. Do it. Lass mich hier vorbei. Ich bin deutlich schneller als du, Mann. Es geht um den Sieg vielleicht sogar. Oder halt ums Podium. P2, P3. Ach Gott. Ach doch mal bitte. So, Sirotkin. Jetzt immer noch vor mir. Hält mich nicht wirklich auf, aber trotzdem stört's. Hamilton vor dir. Okay, ja. Der Abstand zum Vordermann beträgt 7. Ja, 7-5. In neue Inters, ja. Ja. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:14,7. Okay, er fährt, glaube ich, die schnellste Runde. Aber da gibt es keine Einblendung mehr, glaube ich, für. Komisch. Die sind wahrscheinlich kaputt wegen dieses VSC endet bald Bugs. Okay, 1:14,7 muss ich irgendwie hinkommen. Mal schauen. Oh mein Gott, ich bin jetzt 8 Zehntel schneller geworden. 1:14,3. 7:3 zu Hamilton. Ich glaube, ich habe 4/5 Zehntel in dieser Runde aufgeholt. Ja gut, wenn ich das aufrechterhalten könnte, würde ich das Ding gewinnen, aber
Kann ich das aufrecht halten? Wobei selbst dann 15 Laufgold reicht nicht ganz, aber wir pushen. Okay. Strecke wird bald wieder trocken. Keine Ahnung. Wird das wirklich noch trocken? Wetterbericht. Sieht so aus, als wäre das Wetter in 5 Minuten wieder trocken. Oha. Bitte nicht. Die Inters passen so oder so am besten. Bitte lass es auf jeden Fall noch so lange nass sein, dass wir auf Inters bleiben können, weil dann können wir auf jeden Fall P2 saven. Sonst holt mich Bottas doch easy. Er ist jetzt 4 Sekunden weg. Muss auf jeden Fall ein bisschen mehr pushen gleich, damit wir auf jeden Fall vorne bleiben. 20% nur auf den Reifen. Auf die habe ich echt aufgepasst. Okay, dran an Lance Stroll. Und vorbei. Okay, ich muss aufpassen. Da ist ein Alfa Romeo langsam. Leclerc hat Probleme am Auto. Das könnte auch ein Safety Car verursachen, hoffen wir mal nicht. Abstand zu Hamilton bleibt bei ungefähr 7 bis 8 Sekunden. Ja, immer noch, auch trotz Leclerc und Überrundung in dieser Runde. Abstand zu Bottas bei 4 bis 5 Sekunden. Und das ist so auch an für sich ganz gut, aber wenn das jetzt wirklich nochmal trocken werden sollte, dann habe ich ein bisschen Sorge. Oh Mann, die Reifen sind auf jeden Fall noch nicht so krass am Überhitzen. 75 Grad ist aber schon fast grenzwertig, also viel mehr Temperatur will ich hier nicht in den Reifen haben. 8-2 hinter Hamilton. Strecke ist jetzt so trocken langsam, dass man eigentlich über Slicks nachdenken könnte. Reifen hinten sind 78 und 77 warm, aber ich gehe hier definitiv nicht rein, weil ich glaube, in den 3 Runden könnten wir diese Zeit nicht mehr zufahren. Die einzige Möglichkeit, wie wir das noch eventuell gewinnen können, Hamilton macht einen Fehler, hat einen technischen Defekt oder er geht an die Box für Slick-Reifen. Aber wenn ich jetzt reingehe, könnte ich höchstens wieder P2 werden, denke ich. Und das habe ich ja so oder so gerade in der Tasche. Und nein, Lewis Hamilton holt sich nochmal die schnellste Runde. Warum tust du mir das an, Lewis? 500. Sekunde war er schneller als ich. Eieieiei. Puh. Ja, wenn dieses Video kommt, könnte vielleicht irgendwas Besonderes gerade frisch passiert sein. Vielleicht solltet ihr da mal Instagram bei mir auschecken oder so. Ja, guckt einfach mal nach. Vielleicht ist da was Besonderes. DRS aktiviert, also jetzt anderthalb Runden vor Schluss. Okay, die Rennleitung hat das DRS sind die Intermediates aktiviert. Nicht mehr optimal. Hamilton ist aber nicht an die Box gegangen und Hamilton hat jetzt auch über 9 Sekunden Vorsprung. Während der Abstand zu Bottas ungefähr bei 9 Sekunden bleibt. 4 Sekunden, sorry. Also Hamilton jetzt auch schon auf 9 Sekunden hoch. Das ist krass. Ja, aber P2 sieht eigentlich ganz gut aus, ganz vernünftig, 79 Grad. Einmal jetzt auch aufpassen auf die Reifen, nicht überhitzen lassen. Das passiert bei einem selbst eher noch als bei den Gegnern. 4,3 nach hinten, also der Abstand nach hinten wächst weiterhin an. Und jetzt muss Lewis Hamilton noch ein bisschen überrunden, aber mal schauen. Das ist wahrscheinlich das Ergebnis und da wäre ich recht zufrieden mit, ganz ehrlich. 10,4 Sekunden zu Hamilton. 3-2 zu Bottas, am Ende habe ich ja doch ein bisschen federn lassen, was die Pace angeht, aber ist alles okay, 63% auf den Reifen, also so sehr ich am Anfang auch auf die aufgepasst habe, am Ende wurde es dann doch ein bisschen eng, aber Lewis Hamilton gewinnt, da bin ich komplett fein mit, denn wir holen P2 und der heute wurde der Red Bull Ring zum Toro Rosso Ring. Bam! Gute Arbeit. Ja, krasses Rennen, Ferrari auf 5 und 6, ich habe Vettel ein bisschen Schützenhilfe geleistet, indem ich Zweiter wurde, habe ich Bottas 3 Punkte weggenommen und damit hat er nur 5 Punkte verloren, Perez auf 7, Ocon auf 8, Ricciardo nur 9. vor Nico Hülkenberg, der auf 10 ist und damit haben wir 78 Punkte, ihr Lieben, wir kommen hier ran an Max Verstappen und an Daniel Ricciardo, das ist verrückt, Vettel mit 13 Punkten Vorsprung nach wie vor und ich habe jetzt 8 Punkte Vorsprung rausgefahren im Prinzip zu Force India, fast im Alleingang. Zu Haas haben wir 29 Punkte Vorsprung, zu Renault 41 und zu Sauber 47. Geile Saison bis jetzt. McLaren nur 2 Punkte. Tja, der Renault-Motor bringt nicht so viel, oder Leute? Gehen wir nochmal nach Hauptquartier. So Leute, Rivalität gegen Alonso gewonnen. 24 Respekt eingefahren. Dass es so krass wird zum Ende hin, hätte ich nicht gedacht. Ey, wir sind halt auch einfach gerade überragend krasse Rennen gefahren. Also, ohne mich selbst loben zu wollen, sondern die Rennergebnisse sind halt einfach heftig. Also, das ist wirklich, wirklich heftig. So, nächstes Rennwochenende, Great Britain. Und das übernächste wird wahrscheinlich das schönste Rennen für uns sein. So, gehen wir erstmal Forschung und Entwicklung weiter gucken. Ja, ein bisschen Aero weiter pushen. Sehr gut. Ist bis Deutschland fertig. Das auch. Und jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, da geht noch nichts. Ach, da machen wir hier was. Auf geht's.
allgemeine Strapazierfähigkeit etwas erhöhen und ja, gehen wir weiter zum Rennen in Silverstone. Ja, könnte auch ein Regenrennen sein. Ich hoffe wirklich, wir haben mal ein Trockenrennen. Vor allem, ich muss jetzt für ein paar Tage im Voraus aufnehmen, weil ich bin unterwegs. Und es dauert halt länger, so ein Regenrennen. Ja, am Ende haben wir wieder Regen. Mann, lass es doch einmal trocken bleiben. Also einmal Aero, fehlgeschlagen, passt schon. Boah, wir sind auf Augenhöhe jetzt mit McLaren und mit Sauber. Sauber minimal voran. Haas hat sich weiterentwickelt, Renault, Ferrari, Red Bull vor Bayern, Mercedes. Wow. Und Williams ebenso mit einer Entwicklung. Oh mein Gott, wie viel haben wir hier noch in der... What? Okay, ganz kurz, dann müssen wir das hier nochmal gerade rücken. 186 Punkte. Ja, dann geht's weiter. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's auch mit der Formel 1 Season von und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, werte Damen und Herren, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne Abo raus, beim nächsten wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal.